et terminons cette page culture et ce journal. Vous vous souvenez du fameux discours du président de la Confédération suisse sur le rire? Ah bah bien sûr, évidemment. Oui. Eh bien, il existe un mix. Ah. Rire de bon cœur avec quelqu'un. Rire de bon cœur, c'est partager des moments de bonheur. Rire de bon cœur avec quelqu'un. Voilà, et merci à un tuito, Gabriel Ruta, qui nous suit, qui nous a envoyé le. Ce serait dommage de passer à côté, on le remercie, hein, chaleureusement. Ja, lachen. Das war ein ziemlich großes Thema in der Schweizer Politik in den letzten Tagen. Vielleicht haben Sie ja davon gehört. John Dori Vinzenz. Geredet wurde viel in Bern, Wichtiges und weniger Wichtiges. Aber ein Redner stahl allen die Show. Dabei hielt er seine Rede nicht mal im Parlament. Zum Tag der Kranken sprach Bundespräsident Johann Schneider-Ammann in allen Amtssprachen über die heilende Wirkung des Lachens. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Weil der Bundespräsident dabei konsequent vermied, selber zu lachen, lachten bald Fernsehstationen in der ganzen Welt über ihn. Der Westschweizer Musiker Pierre Do fabrizierte sogar einen hitverdächtigen Song daraus. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Im Gegensatz zum Bundespräsidenten verkniff man sich im Nationalrat das Lachen nicht. Gelegenheit boten auch trockene Themen. Ich weiß nicht, wie viel Steuern Sie zahlen. Frau Blocher, Sie haben sich ja... Mein Name ist Martullo. Frau Martullo. Im Nationalrat gab es weiterhin viel zu lachen. Rire, c'est bon pour la santé. Und dann trug der Bundespräsident das Lachen höchst persönlich in den Rat, wegen einer Mikrofonpanne. Ça me donne la chance de rire. Okay, c'était une autre affaire. Genau. Und eben, Lachen ist gesund. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Rire de bon cœur avec quelqu'un. Rire de bon cœur, c'est partager des moments de bonheur.